Lieber Gerhard, Verhaltensökonomie ist ein Thema, das nicht wegzudenken ist, wenn man Zukunft neu denkt aus wirtschaftlicher Sicht. Was kann man, wenn man verhaltensökonomische Ansätze verfolgt, für Vorteile als Unternehmen daraus ziehen? Was sind die Ziele, die man verfolgt, wenn man Verhaltensökonomie ins Unternehmen hineinbringt? Und was ist ganz konkret dein Ansatz bei deiner Firma, den du da verfolgst? Also Verhaltensökonomie wirft einen realistischen Blick auf den Menschen. Man könnte auch sagen, einen systematisch, realistisch, empirisch fundierten Blick auf die Menschen. Sprich, wir glauben, dass wir eine bessere Theorie über das Menschsein haben. Wieso ist das wichtig in der heutigen Zeit? Wenn ich für die Zukunft, wenn ich Zukunft neu denken möchte, muss ich bei allem, was ich tue, muss ich ein realistisches Menschenbild haben, damit ich prognostizieren kann, wie Menschen auf die verschiedensten Dinge reagieren und dementsprechend meine Maßnahmen danach ableiten. Ich glaube, was fundamental wichtig ist, was mein von Fair Advice das Bild ist, dass wir sagen, wir bauen Tools, wir bauen Prototypen, wie man heute schon so schön sagt, die den Unternehmen, aber auch der Politik und auch der Administration ermöglichen, bessere Lösungen herbeizuführen. Wir sagen auch, wir führen die Wirtschaft in ein experimentelles Zeitalter, weil wir wissen, in der Digitalisierung ist das Lernen nicht mehr so, wie es früher war, dass man über 50 Jahre Zeit hat, über eine Managementgeneration nach der anderen zu lernen. Es geht, paralleles Lernen ist angesagt und das geht nur über Business-Experimente. Und wir von Fair Advice & Partners führen im Jahr mehr wie 10.000 Business-Experimente in der Schweiz, Österreich und Deutschland durch und machen somit Unternehmen digitalisierungsfähig. Der Nobelpreisträger für Verhaltensökonomie 2017, Richard Thaler, hat ein Buch geschrieben, ich glaube, es heißt Nudge oder To Nudge. Nudging wird oft verwechselt oder mit Manipulation oder das Einführen des Irrationalen zu sehr in den Homo economicus. Wie siehst du das? Wie muss man das angehen? Ja, ich glaube, wenn wir das realistisch sehen, können wir sagen, wir haben seit Jahrhunderten genudged. Nudging ist ein Grundbestandteil des Marketings. Was Thaler gemacht hat, ist nichts anderes, wie das wissenschaftlich zu beleuchten und eine wirkliche tolle Systematik dahinter zu setzen. Das nennt sich auch libertärer Paternalismus, sprich es ermöglicht, Verhalten von Menschen quasi zu verändern, ohne dass man sie dazu verpflichtet, dass sie verändern. Wir wissen, dass Freiwilligkeit ein elementarer Bestandteil in der Welt ist und dass dagegen oft in Unternehmen verstoßen wird. Vielleicht hier noch ein kleines Beispiel. Wir haben heute, alle Unternehmen sind in Grundeinstellungen gefangen. Also jedes Unternehmen wurde die letzten 50 Jahre eigentlich systematisch in eine Richtung genatscht. Wenn ich die Unternehmen verändern möchte, muss ich diese Grundeinstellungen erkennen und sie dann systematisch ändern, um ein anderes Verhalten zu bekommen. Also wenn man Zukunft neu denkt, aus Sicht der Verhaltensökonomie rutscht der Mensch wieder mehr ins Zentrum, als er das vielleicht früher war, sehe ich das richtig? Ich glaube, der Mensch war immer im Zentrum. Wir hatten halt fundamental falsche Annahmen über sein Verhalten. Ja, und insofern ist es immer gut, ein realistisches Bild auf eine Situation zu gewinnen. Die Verhaltensökonomie hilft dabei. Und in dem Sinne, mit diesen zusätzlichen Informationen über menschliches Verhalten für den Menschen bessere Tools, bessere Produkte, eine bessere Gesellschaft zu bauen. Ganz herzlichen Dank für deine Antworten, Gerhard. Bitteschön.